Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution 2 und das heißt Mountains of Alaska. Und wir bauen diesen Park auf der Nordwest-Amerika-Karte. Diese ist meiner Meinung nach auch am passendsten, denn da hat man auch diese verschneiten Berggipfel im Hintergrund und dann auch so ein paar Tannen und sowas und viele Höhenunterschiede. Und genau so wollte ich es halt auch für den Park haben. Für den Parkeingang habe ich mir auch direkt was Besonderes überlegt, denn ich wollte das Ganze an der Klippe von einem Berg bauen. Und dafür hatte ich halt die Idee, das Ganze mit den Lagunen zu machen. Denn damit kann man so eine richtig schöne Betonmauer halt entstehen lassen. Und wenn man das dann mit dem Terrain richtig anpasst, sieht es halt wirklich so aus, als wenn dort die Betonmauer gebaut wurde, um das Ganze abzustützen. Und dann sieht es auch relativ realistisch aus. Als Ankunftsort eignet sich natürlich an so einer Stelle am besten ein Helikopterlandeplatz. Das macht ja am meisten Sinn, weil damit kommt man eigentlich am besten auf so einen Berg oben rauf. Und da habe ich mich dann auch für den entschieden, wo eigentlich gar keine Gebäude dabei sind. Denn dann kann ich natürlich selber noch so ein bisschen das Ganze anpassen und selber ein Eingangsgebäude aus mehreren kombinierten Gebäuden sozusagen bauen. Wundert euch übrigens nicht, falls dann ab und zu das Ganze mal ein bisschen komisch aussieht beim Bauen, weil manchmal musste ich die Lagune nochmal entfernen, weil ich sonst Wege und sowas nicht vernünftig anpassen konnte. Aber ich habe es dann einfach immer wieder dann hinzugefügt danach und dann sah es wieder normal aus. Also wenn es mal kurz während des Bauens komisch aussieht, liegt es halt daran, dass ich kurz die Lagune entfernen musste. Und jetzt habe ich mir ein passendes Gebäude für diesen Ankunftsort rausgesucht, was ich ganz cool fand optisch. Und habe mich dann auch dazu entschieden, noch einen zweiten Helikopterlandeplatz zu machen, damit halt noch mehr Gäste gleichzeitig den Park auch erreichen können. Beim Zaun habe ich mich für einen flacheren Zaun entschieden, damit die Gäste auch noch was von der Aussicht haben, weil die ist wirklich richtig schön von da oben. Ich tausche übrigens diesen Zaun nachher auch noch gegen einen anderen aus, aber das werdet ihr dann noch sehen. Aber vom Prinzip her bleibt es relativ identisch, der Zaun sieht nur ganz bisschen anders noch aus. Aber kommen wir später zu. Jetzt habe ich erstmal den Weg noch ein bisschen hier entlang geführt und habe dann auch schon den ersten Beobachtungsturm dorthin platziert, damit die Besucher noch viel besser die Aussicht genießen können. Und wenn wir dann da oben solche Türme haben, können wir später nämlich auch noch unten im Tal ein Gehege oder sowas bauen und dann haben die Besucher noch perfekten Blick auf dieses Gehege und dann kann man auch von oben dann mal ranzoomen. Und ich fand, dass ein Turm irgendwie nicht ausreichend ist. Deshalb habe ich daneben noch einen zweiten gebaut und habe es dann so aussehen lassen, als wenn das ein Gebäude ist, also die Türme ineinander so ein bisschen platziert. Und dort habe ich dann auch noch direkt daneben eine Toilette platziert.
So, jetzt tausche ich nämlich den Zaun aus. Und man sieht jetzt nicht so den krassen Unterschied. Aber ich habe mich halt für so ein bisschen schmaleren Zaun entschieden, der nicht ganz so wuchtig wirkt. Und dann habe ich hier auch nochmal einen kleinen Platz gebaut für die Besucher. Und auf diesen habe ich dann auch mal die neuen Deko-Objekte verwendet. Zum Beispiel hier diesen coolen Springbrunnen. Die Springbrunnen aus dem neuen Update finde ich eh richtig cool. Also allgemein dieses fließende Wasser, das bringt irgendwie eine richtig tolle Atmosphäre in den Park. Gerade wenn man dann in der Besucherperspektive dort langläuft. Das werden wir später dann auch noch machen, wenn der Park fertig ist. Dann mal so eine richtig coole Besichtigungstour in Ego-Perspektive. Da freue ich mich schon drauf. Vor allem habe ich hier dann auch das ganze Stück noch mit diesen ja, kleinen länglichen Springbrunnen abgesteckt. Das heißt, dort haben wir dann noch mehr fließendes Wasser. Und passend dazu habe ich dann immer noch so kleine Lampen dort eingebaut. Es war auch farblich ganz cool, dass das alles so gut zusammenpasst. Das ist halt alles so in diesem Beton-Weiß-Braun-Ton. Und das sieht dann kombiniert eigentlich ganz cool aus. Und in die Zwischenräume habe ich dann ein paar Blumen platziert. Dann auch noch den ein oder anderen Banner auf den Weg platziert. Und dann habe ich hier auch schon ein wenig Platz geschaffen für das erste Gehege des Parks. Das sollte nämlich auch dort oben mit auf den Berg. Und da sollte nur ein ganz kleiner Pflanzenfresser rein. Welcher das sein wird, das werdet ihr gleich eh noch sehen. Aber ich hatte hier natürlich den Vorteil, dadurch, dass sozusagen direkt darunter das Wasser beginnt von der Lagune, konnte ich sogar so eine kleine Abgrenzung mit Wasser erzeugen, indem ich das Terrain einfach so ein bisschen abgesenkt hatte. War ein bisschen friemelige Arbeit, aber ich habe es letztendlich ganz gut dann hinbekommen. Dann habe ich als nächstes auch noch einen Zaun auf die Besucherseite gepackt, damit die Besucher dort auch nicht ins Wasser fallen. Da gab es auch einen sehr passenden Zaun, nämlich so einen Zaun mit einem Geländer auf der einen Seite. Das heißt, wenn die Besucher da langlaufen, könnten sie sich rein theoretisch auch noch festhalten an diesem Geländer. Und die Übergänge habe ich dann auch nochmal schön mit Felsen abgesteckt, weil ich wollte natürlich im Gehege selber dann nicht unbedingt noch Zäune verwenden. Und da musste ich mir natürlich als nächstes auch noch einen Weg überlegen, wie man dann von diesem Berg auch wieder runterkommt in den nächsten Bereich des Parks. Und da fand ich es eigentlich so am elegantesten, das Ganze mit Tunneln zu lösen. Das heißt, dass man dort oben dann in diesen Tunneleingang reingeht und dann durch den Tunnel nach unten läuft und unten wieder rauskommt. Das fand ich so optisch am ansprechendsten und auch am praktischsten, muss ich sagen. Diesen ganzen Bereich habe ich dann auch noch schön mit Deko-Elementen ein wenig ausgeschmückt. Hier vorne diese Fläche sollte nochmal ein kleiner Sitzbereich werden, mit ein paar Stühlen und Tischen für die Besucher.
Und auch hier habe ich dann nochmal ein paar Banner platziert. Diese Lücke neben dem Tunneleingang habe ich dann auch nochmal mit ein paar Kisten dekoriert, damit das nicht ganz so leer da aussieht. Und dann kam auch noch der ein oder andere selbstplatzierte Baum dazu. Das ist ja mittlerweile auch echt praktisch, dass man die wirklich selber platzieren kann. Und jetzt brauchten wir natürlich auch noch einen Tunnelausgang. Da habe ich mir überlegt, dass es eigentlich ganz cool ist, wenn man dann direkt unten am Berg rauskommt. Das heißt, wenn man in den Tunnel reingeht, hat man dann wahrscheinlich irgendwie im Berg oder sowas eine Treppe oder einen Fahrstuhl oder beides. Und dort unten kommt man dann wieder raus. Und da können wir dann in der nächsten Folge weiterbauen. Und jetzt fehlt natürlich auch noch Bewohner für unser Gehege, was wir vorhin schon geplant hatten. Dort habe ich 8 Homalocephale freigelassen. Die fand ich so am passendsten, muss ich sagen, von der Dinosauriergröße. Weil das war ja wirklich ein winziges Gehege. Und dann kann ich dann natürlich nicht die allergrößten Dinosaurier nehmen. Das würde halt echt fies dann aussehen, wenn die so auf engstem Raum wären. Ihr könnt natürlich wieder sehr gerne tolle Namensvorschläge für unsere 8 Homalocephale in die Kommentare schreiben und mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier verewigen. Ich mache jetzt hier gerade noch den Feinschliff von dem Gehege und dann sind wir auch schon mit unserem Eingangsbereich fertig. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen da und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben.